guck mal einer. Wie geil ist das denn bitte? Okay, also wie ihr seht, es gibt in diesem Spiel wirklich 1000 Möglichkeiten hier herumzulaufen. Und das ist nur eine von vielen. Mann. Oh, ein Buch. Die Geheimnisse von Pandysien. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Boah, ich weiß, in der Originalszene... Ach, oh Gott sei Dank, wir haben Betäubungsbolzen. Verarbeitung von Walöl. Nee, ich wollte gerade sagen, wie gesagt, ich weiß noch, dass ich hier in der Originalszene auch so oft entdeckt wurde und einfach wieder fliehen musste. Lenken wir einfach mal ihre Aufmerksamkeit woanders hin. Ich glaube, ich sichere mir erst den netten Kollegen Sokolov. Mist. Meine Hoffnung ruht auf Formel 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, großes Potenzial. Leutnant Niles Bericht. Wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein. Den charakteristischen Hautverschorfungen nach zu urteilen. So ein gemeiner Kerl. Ich glaube, wir können uns dasselbe wirklich nochmal anhören. Exzellente Fortschritte. Testsubjekt 312 verfällt rapide. Wie vorhergesagt, sorgen die Formeln 12 und 17 als Gabe in einer Mischung zu einem extrem beschleunigten Krankheitsverlauf. Interessanterweise ist die Atemwegsschleimhaut befallen. Der Ausschlag brachte Pusteln hervor, graue um genau zu sein. Sie platzen auf, bluten und sind schmerzhaft. Meine Hoffnung ruht auf Formel 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, ja, großes das hatten wir. Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein, den charakteristischen Hautverschorfungen nach zu urteilen. Netter Kerl. Okay, reden wir mal mit dem armen Testsubjekt. Vielleicht können wir noch was retten. Lassen Sie mich allein. Vielen Dank. Wer immer Sie sind, er hielt mich in einem Käfig. Wie ein Tier. Die Schmerzen sind unerträglich. Jetzt bist du frei. Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Okay. Wir können nicht mit dir reden. So, komm mal her, Kollege. Ja, wir müssen eigentlich keinen Krieg anfangen, wenn der Typ da ist. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Und gab es nicht unten doch noch was Interessantes? Weil da ist zum Beispiel der Schrank, den hätte ich ganz gerne schon noch geplündert. Ach nee, Quatsch. Bin ich ja falsch hin. Au. Au. Das tat weh. Wisst ihr was? Okay, ich kann also nicht klettern, wenn ich nicht die Arme frei habe. Dann machen wir das so. Thank you.
Mann, hat der Kohle, der Typ. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir doch so viel Chaos gemacht, jetzt können wir ein bisschen mehr machen. Ah, cool. Diese richtig coolen Sachen findet man immer erst nachher, das ist voll doof. Da waren noch irgendwelche Vasendinger. Oh oh. Weggesniped, du dumme Sau. So, ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich das Wichtigste hier mitgenommen. Dem Typ klauen wir noch eben sein hart verdientes. Und die... ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es gibt hier nichts, was sich lohnt, noch mitzunehmen. Wir machen uns aus dem Staub, es reicht. Ich sollte mich ein bisschen entspannter hinsetzen, sonst sitze ich gleich irgendwie mit dem Kopf im Mikro. Und ja, ich weiß, diese Vorstellung sieht bestimmt lustig aus. Sneaky, sneaky. Da bin ich. Wollen wohl ein paar Leute mit mir reden. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. Eine Sekunde noch. Weil ich habe da gerade das mit dem Zwischenfall gehört, aber... ja. Nee, die stehen da nur rum. Aber ich meine... ja, wir haben alle Runen gefunden, Artefakte. Ich glaube, das war's. So, böse Sicht wieder aus. Stehen wir gerade. Ja, wir bringen Sokolov zurück. Chirurg? Okay, was ist das? Moment, ich mach mal eben das Chatfenster hier zu. Spiele von der ersten Mission bis zur Coltrane-Brücke und eliminiere dabei weniger als 10 Gegner. Ach, guck mal, schau. Ja, habe ich besser gespielt als beim ersten Mal. Das will was heißen. Krass. Oder es hat einfach nur, weil ich so oft resettet habe, nicht gezählt. Wenn du die Mission wiederholst, wird der vorherige automatisch gespeicherte Spielstand überschrieben. Ja, ist okay. Achso, fortfahren? Nee, Moment, ich wollte mir noch die Statistik angucken. Nein. So. Ein Gegner eliminiert, ja. Das haben wir ja gesehen. Schon wieder 5 Personen entdeckt, das ist echt komisch. Alle Testpersonen befreit, Pratchett's Tresor geraubt. Die hilflose Frau von den Ratten gerettet. 5 Runen, 3 Artefakte, ein Outsider-Schrein, ein Gemälde von Sokolov und ja, wieder 1000 zu wenig, Mann. Okay. Ziemlich rotes Näschen, unser Sokolov. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Yay. All das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Ja, man kennt das, ne? Gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die
Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt ihr den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Oh, wie süß. Ich möchte noch etwas runterkommen und Emily gute Nacht sagen. Ja, ja. Doch, doch, das machen wir. Och, wie süß. Können wir echt Emily noch gute Nacht sagen? Das finde ich toll. Ja, Wolski. Da bin ich, wenn wir das nächste Mal das Ding benutzen, echt gespannt. Rattengeruch. Ratten greifen dich nur an, wenn du dich in ihrer unmittelbaren Nähe aufhältst. Ah, cool. Okay, aber ich muss auch gestehen, lieber Zuschauer, ich bin jetzt seit knapp fast 3 Stunden in der Aufnahme und dann mache ich auch gleich mal Pause. Ich wollte gerade sagen, irgendwas gibt's doch hier immer. Eigentlich bin ich Naturphilosoph, aber heute sehen Sie mich als bescheidenen Handwerker, bereit zu helfen. Ach, das ist aber lieb von dir. Hey, Schleichschuhe, das habe ich gemeint. Perfekt, kann ich die direkt nutzen? Ja, aber die will ich wirklich. Schritte sind noch leiser. Ach ja, wir haben es ja gerade. Und dass wir das andere nicht brauchen. Brauchen wir eigentlich nicht und die Branddinger auch nicht, aber... So für den Fall, dass wir irgendwelche Ratten mal haben, ist es besser. Kugelkapazität brauchen wir nicht. Springminen und so auch nicht. Das ist alles schon okay. So, mit dem Reden ist ja nicht von Erfolg gekrönt. Der Audiograph ist auch verschwunden von Sammy. Das kommt erst, wenn ich geschlafen habe. Der Lord Custis und morgen Pendleton, zwei der Helden unserer Stadt, sind heute Abend die Straße Helden. In der Nähe des Pendleton-Anwesens wegen einer privaten Feier gesperrt. Alle Besitztümer und Stimmrechte gehen an Lord Pendleton über, der in dieser Zeit der Trauer. Oh. Die Angelegenheit mit meinen Brüdern war sehr schmerzvoll für mich. Darum möchte ich nicht mehr darüber sprechen, aber ich bin ihnen zu Dank verpflichtet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie sich ihrer auf andere Weise entledigen konnten, ohne sie umzubringen. Brillant. Wo immer sie auch sein mögen, selbst wenn es ihnen schlecht geht, so sind sie wenigstens am Leben. So werde ich sie vielleicht eines Tages wiedersehen. Und 200 Tacken. Danke, danke. So. Ich wollte gerade sagen, Emily ist da drüben. Wir könnten hier uns noch ein bisschen umgucken. Aber ich glaube, wir haben ja alles. Vielleicht können wir ja nochmal mit den Leuten reden. Corvo, oh. Kann ich Ihnen etwas sagen? Ich habe einen geheimen Zufluchtsort ganz in der Nähe, für den Fall, dass die Stadtwache uns finden sollte. Oh. Eine leerstehende Wohnung auf der anderen Straßenseite. Ich denke nicht, dass jemand davon weiß. Aber ich kann Ihnen vertrauen. Der Schlüssel liegt oben unter meinem Bett. Falls nötig, werden Sie dort sicher sein. So wie ich auch. Danke für den Hinweis. Ja, Mr. Corvo. Ich stelle sicher, dass Ihr Zimmer sauber ist. Ach, ist so viel Staub muss aus der Oberstadt herabgeweht sein. Sie lassen Emily herumlaufen? So würde ich es nicht machen, wenn Sie mich fragen. Ja, klar. Rastlose Hände schaffen nichts Gutes. Och. Die ist ganz schön hart zu sich. Oder die anderen sind hart zu ihr, das weiß man ja nicht. Ich sehe nichts Besonderes. Aber der Hinweis mit dem Bett war gut, weil dann können wir gleich mal gucken. Beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist, das von wachhabenden Offizieren umgehend betrachtet. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall, indem Sie die Rechte und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Ja.